Moin! Seit Jahrtausenden lebt ja der Mensch schon mit Tieren an seiner Seite. Domestizierte Tiere, es gibt kaum einen Haushalt, wo man keinen Hund oder keine Katze findet. Und gerade da, bei den Tieren, die in unserem Haushalt so auftauchen, haben wir doch schon allzu gut gelernt zu übersehen, wie schrecklich die eigentlich sein können. Ja? Habt ihr schon mal gesehen, wie so eine Katze so eine Maus auseinander operiert? Ist auch nicht schön. Oder wie so ein Rudel Wildhunde eine Gazelle auseinander nimmt? Und fairerweise muss man sagen, es gibt wohl kaum ein Tier, was das so auf die Spitze treibt, der niedliche Wolf im Schafspelz zu sein, wie das Tier, was wir euch jetzt zeigen. Deswegen würde ich mal vorschlagen, schlagen wir uns mal ab ins Grüne. Herzlich willkommen im alten Botanischen Garten. Diesmal kommen wir euch nicht mit lieblichen Blümchen und gaukelnden Schmetterlingen im Sonnenschein, sondern wir haben heute etwas Morbides für euch. Wir wollen euch ein sehr, sehr cooles Tier zeigen hier in unserem Sukkulentenhaus. Denn hier wohnt schon seit vielen Jahren ein Tier, was es gerne warm und trocken hat. Es kommt in Deutschland vor, es profitiert natürlich auch vom Klimawandel. Und ja, die Besucher schauen sich die Pflanzen an und ahnen nicht, welche Dramen sich zu ihren Füßen abspielen. Und dieses Tier ist eine Grabwespe. Grabwespen gibt es ja viele Arten und dieses hier ist eine besonders niedliche. Die hat nämlich einen ganz breiten braunen Kopf und dadurch sieht sie sehr süß aus. Sie guckt, ob die Luft rein ist. Dann werden die Mandibeln geputzt und die Antennen. Das muss alles funktionieren, wenn sie dann gleich Grabwespendinge tut. Ja, dass sie gut graben kann, das sehen wir hier. Ja, wenn es locker ist, ist es noch gut, aber wenn dann auch noch solche Steine da rauszuzerren sind und dann rollen sie auch noch wieder zurück, wie bei Sisyphus. Es ist schon, es hat ja niemand gesagt, dass es leicht ist. Überall im Sukkulentenhaus, ihr müsst mal darauf achten, im Sommerhalbjahr sind Löcher im Boden. Manchmal liegt auch der Staub auf den Wegen. Die Gärtner müssen dann das gelegentlich wieder zurückfegen auf die Beete. Und das wird alles verursacht durch unsere Grabwespen. Schon wieder ist ein Stein zurückgerollt. Also es bleibt doch immer was zu tun. Also man sieht, die sind ganz schön flott. Es ist auch schön warm dann, wenn die Sonne drauf scheint, dann ist ja da durchaus über 30 Grad. Also das sind wirklich mediterrane Tiere, die es gerne so warm haben. Ja, was unterscheidet eigentlich Bienen von Grabwespen? Alle Bienen der Welt, es gibt ja 20.000 Arten, versorgen ihre Brut mit Pollen als proteinreiche Aufbaunahrung. Und die Grabwespen versorgen ihre Brut mit Fleisch, mit gelähmten Tieren, gelähmte Raupen, Spinnen. Und jetzt geht es auf den Jagdflug. Die Tiere können ja im Sommer immer raus und rein. Die Lüftung ist eigentlich immer offen. Und da können die also den ganzen Tag kommen und gehen, wie sie wollen. Und fliegen dann auf unsere Beete. Und holen sich da, hier sieht man es schon, mit was sie zurückkommen, sie holen sich Honigbienen. Honigbienen gibt es natürlich im Botanischen Garten auch. Würgen sie, dass sie den Nektar erbrechen, den schlabbern sie weg. Denn das ist ein Bienenwolf. Ein Bienenwolf, Philanthus triangulum, eine Grabwespe, die man leicht erkennen kann an diesem breiten braunen Kopf. Und man sieht, sie schleppt eine Honigbiene, die so groß ist wie der Körper der Grabwespe, in ihre Bauten und versorgt damit ihre Larven. Durch dieses enge Loch muss nun nicht nur der Bienenwolf passen, sondern auch noch seine Beute. Ach du liebe Zeit, man hat aber auch immer sein Tun. Vielleicht hintereinander
gruselig ist, die Biene ist nicht tot, dann würde sie ja vergammeln, sie ist gelähmt. Und ihr seht, wir haben nicht nur Blümchen und hübsche, liebliche Sachen, sondern auch Morbides zu bieten im alten Botanischen Garten.